Hey Leute, kommt zurück zu Destiny 2. Im letzten Part haben wir uns hier in der Wirrbucht bis zum Versteck vom Spider hier vorgekämpft. Und von ihnen sollen wir jetzt 5 Sollte Beutezüge ein Krieg abschließen. ausmachen. Dann suchen wir uns doch mal welche hier aus. Besiege Kabale. Nehmen wir das mal. Präzisionsdinger haben wir hier. Erziele Superkills. Nehmen wir auch mal mit. Besiege Schar. Sammel Ätherspray rein. Nehmen wir auch mal mit. Gute Wahl, mein Lieber. Zwei öffentliche Events abschließen. Nehmen wir auch mal mit. Jetzt haben wir 4. Und wir nehmen noch. Ach komm, wir nehmen noch hier. Besiege die Schar mit. Und somit haben wir 5 Beutezüge, die wir für ihn erledigen sollen hier in der Wirrbucht. Na dann tun wir das doch mal. Und wir arbeiten alles so nach und nach, beziehungsweise gleichzeitig ab, weil da vorne ist ein öffentliches Event. Hoffentlich kommen wir da noch hin. Oder das startet dort gleich. Nach was sieht das aus? Sieht aus, als würde das noch laufen. Zack, schnell. Beigetreten, Simmer. Hier ist auch noch Zeit, sehr gut. Hier können wir auch gleich unsere Superkills machen. Zack. Und kommen jetzt hier noch weiter Gegner. Hallo? Ah, da kommen sie runter. Zu spät aber. Kommt ihr runter? Wow. Glubschauge. Zack. Oh yeah, mal mit einem Granatwerfer hier drauf. Ist hier gerade kein anderer? Nee, hier sind welche. Gut. Die Zeit hat sich verlängert. Sehr schön. Kommt da mir jemand zur Hilfe? Nö, sieht nicht so aus. Dann besiege ich ihn halt alleine. Ich kann das auch hier Hiorich machen. Wenn hier aus den Kapseldingern Rauch rauskommt, dann kann ich das hier abschießen und kann solche elektrischen Kugeln da rausholen, die den Gegner hier dann einfrieren lassen. Immer wenn man da einen Strich weg hat, kommt sowas. Da kommt dann hier so ein elektrischer See und aus der Kapsel hier schließt irgendwas hier aus. Irgendwas sondert die Kapsel raus, was sie nicht mehr haben will. Aber wir müssen ihn erstmal so weit bringen. Machen ja schon guten Schaden. So. Jetzt kommt das hier mit dem See. Jetzt brauche ich nur die Dinger hier abschießen. Und dann die Kugel da rausnehmen und ihn dann damit beschmeißen. Aber allein ist es hier sehr schwierig zu machen. Besonders wenn man hier so wenig Leben hat. So, das geht nämlich so. Und der braucht zwei, drei Kugeln, bis er eingefroren ist und das öffentliche Event dann Nihorisch ist. Aber das bekomme ich, denke ich, mal nicht mit dem niedrigen Level alleine hin. Das auf Nihorisch. Und ich sollte mal hier mit der Knarre schießen, damit ich den hier schneller runterbekomme. Und die Gegner hier, die können gar nichts. Zumindest die Kleinen. Der Große kann schon hier was. Aber wir sind guter Dinge, ihnen die Leben hier abzuziehen. Zack, der kleine Schweber muss mal gute Nacht sagen. Er muss sich mal verabschieden. Ich erledige hier das öffentliche Event mal normal. Denn es ist nicht mehr so viel Zeit. Oh Gott. Wir sind auch fast wieder tot. Shit. So. Die kleinen Gegner hier erledigen. Und hinterm Schild verstecken. Also warten, bis ihr Leben aufgefüllt wurde. Sehr gut. Und weiter geht's. Weiter auf ihn draufballern. Die anderen Gegner hier sind mir gerade relativ egal. Hauptsache, der Fette hier stirbt.
Und wir bekommen eine Truhe dann. Jetzt macht der Schweber die hier alle immun. Ernsthaft jetzt? Jetzt ist er nicht mehr immun. Sehr gut. Nur noch eine Minute Zeit. Oh, Beute einsammeln. Da ist eine Kiste. Sehr gut. Da ist Glimmer drinne. Ernsthaft? Nur 10 Glimmer? Nee, doch nicht. Da ist doch mehr drinne. Zack. Wir müssen uns immer mehr distanzieren hier, so gefühlt. Der Schweber hier geht mir auf die Nerven. Jetzt weiß ich hier das Klubschauge. Der Schweber war daneben. Jetzt habe ich meine Ulti, sehr gut. Dann benutze ich die doch mal gleich. Ja genau, spawn dich weg. Du feige Sau. Zack. Zack. Er kann auch stampfen, aber ich auch. Oh Gott. Oh no. Lach nicht so blöde. Stirb lieber. Zack, down ist er. Oh Gott, und ich auch. Aber ein öffentliches Event von 2 wurde somit geschafft und wir können hier die Beutekiste einsammeln. Oh yeah. Und noch ein paar Visionen des Lichts. Alter, liegen hier viele rum. Ach du Scheiße. Das boostet ja hier den Fokus hoch. Bis sonst nix. Haben wir hier schon ein paar Dinger erfüllt. Superkills haben wir fast. Ressourcen müssen wir noch sammeln. Kabale müssen wir noch besiegen. Gucken wir mal, ob hier woanders ein öffentliches Event ist. Event aktiv. Sehr gut. Da müssen wir mal schnell da runterfahren. Das ist in die Richtung. Hoffentlich läuft das Event noch ein Stückchen und ist dann erst vorbei, wenn ich hier einen Gegner davon dann gekillt habe. Dann wollen wir da doch mal schnell hindüsen mit unseren Weihnachtsschlitten, mit unseren weihnachtlichen Transportmitteln. Obwohl es Frühling ist, aber egal. Oh ja, das öffentliche Event läuft dann noch ein bisschen. Sehr gut. So, wir sind da. Oh. Läuft aber auch nicht mehr so lange. Oh Gott. Die Schar. Kommt jetzt mal noch ein Gegner oder nicht? Da kommen sie. Da kommt der Hexe. Oh Gott. Und auch noch Schar-Gegner. Sieht so aus, als würde mir hier jemand helfen. Oder hat hier halt nur eine Granate hingeworfen. Ah ne, da hilft mir jemand. Sehr gut. Das finde ich aber nett. Mit zu zweit erledigen wir den locker easy hier. Den Zwischenboss. Und da ist noch jemand. Sehr gut. Eigentlich könnte man das jetzt hier auf die Hohe starten, wenn man Bock hätte. Damit ihr das auch mal seht. Ich glaube, das machen die sogar. Ja, die wollen es auf Ihorisch machen. Da sage ich nicht nee dazu. Oh Gott. Da ist eine Elektrokugel frei. Und hier auch gleich. Wenn das mal hier funktionieren würde. Jawohl. Ah. Da wurde ich zu Tode geschockt. Patrouille starten? Nee, lieber nicht. Das brauche ich gerade nicht für die Beutezüge hier. Eine Patrouille. Jetzt können wir hier das nehmen und zack, auf ihn drauf. Ah, schade. Die haben ihn, bevor man das machen konnte, schon besiegt. Schade, schade. Aber wir haben den ersten Beutezug hier fertig. Und sammeln wieder die ganzen Visionen des Lichts ein. Was ist denn hier am nächsten dran? Gucken wir mal. Superkills kann man nebenbei machen. Kabalen-Sorki-Schnitt. Schar haben wir schon 10 besiegt.
Sind wir da gerade im Schargebiet? Ja, sind wir sogar. Sehr gut. Also können wir hier ein paar Schar besiegen. Da vorne sind zum Beispiel welche. Dann haben wir schon den nächsten Beutezug fertig. Es läuft ja hier wie am Schnürchen. So muss es sein. Es muss Schlag auf Schlag gehen. So, zack, zack, zack und fertig. Dann ist der Fisch rasiert. Oh Gott. Das war knapp. Bäm. Und bäm. Die Ressourcen können wir auch nebenbei hier sammeln. Jetzt brauchen wir nur noch 4 zu sammeln. Statt 5. Hier ist noch was. 2 von 5. Es läuft gut. Es läuft sehr gut. Beute einsammeln. Hier war auch noch was. Eine Kiste. Mein Klimmer ist voll. Wow. Also dann würde ich sagen, da haben wir mehr als genug Klimmer. Wenn das hier voll ist schon. Oh Gott. Stirb doch, du Ritter. Danke. Zack. Du darfst auch gehen. Und die da hinten dürfen auch gehen. Bäm. Bäm. Da hinten sind weitere. Sehr schön. Sind die eigentlich auch? Ich weiß es nicht. Schnell nachgucken. Ah, komm. Ja, die 10 auch. Sehr gut. Oh, verfehlt. Du kommst mir nicht. Und dein Bruder, deine Schwester, dein Kamerad entkommt mir auch nicht. Da flog eine Granate. Kam die von euch? Ich hoffe mal nicht. Aber ihr seid jetzt trotzdem tot. Ihr konntet es nicht verhindern. Außer ihr hättet mich getötet. Aber so schnell und stark wie ich warte ja nicht. Alter. Jetzt kommen die Dinger auch noch. Holy shit. Da vorne sind noch welche von denen. Zack. Und schon wieder was erfüllt. Sehr schön. Dann wollen wir mal hier dorthin gehen, wo die Kabale sind. In Sorkischnitt sind die Kabale. Aber erstmal hier abhauen. Leben regenerieren. Noch was hier eingesammelt. Und ständig verklicke ich mich hier. Wo ist denn der Sorgeschnitt? Da oben. Können wir hinreisen. So. Oh. Läuft sogar ein öffentliches Event mit Kabalen. Sehr schön. Wollen wir das doch auch mal gleich hier mitnehmen? Das öffentliche Event. Oder ist es noch nicht angefangen? Ich weiß es gerade nicht. Ob schon angefangen hat oder nicht. Aber ich glaube nicht. Dann töten wir hier mal die Kabale munter weiter. Beziehungsweise fangen an, damit die zu töten. Zack, zack. Dann sind sie down. Du da oben auch. Oder auch nicht, weil er mir entwischt ist. Zack. Du bist auch weg. Da hinten. Ich glaube, das läuft schon, oder? Nee. Es läuft noch nicht, aber gleich bestimmt. Ja, in ein paar Sekunden. Mit etwas Glück kommen da auch Kabale runter und da ist eine Truhe. Und noch eine Ressource. Jetzt brauchen wir nur noch eine Ressource hier einsammeln davon. Und dann haben wir den Beutezug auch schon fertig. Das ist sehr schön. Alles klar. Der Alten. Da sind sie, die Kabale. Dann wollen wir mal hier mit der Super rein. Oh yeah. Das schmeckt mir. Und wie es mir schmeckt. Zack. Bam. Ein paar Ulti-Kills landen auf meinem Konto. Und Vision des Lichts.
Das ist sehr schön. Es gefällt mir. Bin gerne mehr davon. Und jetzt kommt er raus. Da kommt er raus. Und wir besiegen ihn auch. So. Hier sind natürlich ein paar Leute hier versammelt mit mir. Eigentlich könnte man es hier versuchen, das auf Ihorich zu machen. Diesmal, damit ihr das seht. Jawohl, die sammeln hier schon die zwei Elektrokugeln ein. Beziehungsweise Gefrierkugeln. Oder was da sein soll. Man sieht auch schon, dass er fast regungsfähig ist. Also regungsunfähig ist. Die eine Kugel machen wir hier auf. Ich glaube, der braucht auch nur noch eine. Bam! Sehr schön. Und jetzt müssen wir hier in den Kreis bleiben, das erobern und warten, bis es hier auf 100% ist. Währenddessen müssen wir die ganzen Gegner hier killen, die kommen. Zack. Geht jetzt mal hier das weg, mit mir stehen kann. Sehr gut. Da kommen weitere Gegner. Vision des Lichts sammeln wir auch ein. Ah. Der Gegner ist schlimm hier. Der ist nervig mit seinen Raketen auf dem Rücken. Aber das schaffen wir auch. Ich glaube an uns. Zack, weg ist er. Noch mehr kleine Scheiße mit Schilden. Oh yeah. Zack. Die Prozente steigen immer mehr nach oben. Das ist sehr gut. Die Kabale haben wir besiegt. So. Jetzt brauchen wir nur noch Superkills. Und eine Ressource noch. Und dann sind wir auch schon fertig mit den Beutezügen. Und dann kann es auch schon weitergehen. Ich gehe mal kurz hier raus. Zack, zack. Ich weiß ja nicht, ob die Vision des Lichts hier die spawnen können. Deswegen sammle ich sie hier lieber ein. Meine Ulti ist wieder voll. Sehr gut. Oh yeah. Schön viel Stuff. Zack. Schön von hinten überrascht. Oh yeah. Und damit sind wir auch fertig mit den Superkills. Jetzt nur noch eine Ressource sammeln. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Dann haben wir schon 5 Beutezüge fertig gemacht. Und hier geht immer noch dicke Party ab. Macht mal hier den Kreis erobern. Ich komme mal wieder zu euch. Damit ich das live miterleben kann. Und da ist er weg. Sehr gut. Kiste spawnt auch gleich. Da ist sie gespawnt, die Kiste. Und die Beute. Sehr schön. Noch die restlichen Missionen hier einsammeln. Und dann können wir auch schon wieder ab zu Spider. Aber erstmal lösen wir hier die ganzen Dinger ein. Ach nee, wir können noch nicht zu Spider. Stimmt. Aber wir bekommen hier einen Levelaufstieg. Da hinten ist eine Ressource. Dann können wir zu Spider. Zack. Jetzt ist das auch geschafft. Zack, zack, zack. Oh, wieder ein Levelaufstieg. Das läuft ja hier. Kehre zu Spiders Versteck zurück. Das machen wir. Aber erstmal verbessern wir uns hier. Falls es hier Verbesserungsdinger gibt. An Feuerwaffe. Raketenwerfer. Gibt es hier Kleidung, die höher ist? Ja. Und ja. Sehr gut. Jetzt kommen wir zu Spider-Line wieder zurückkehren. Ab zum Diebesmund. Dann wollen wir mal wieder zum Versteck von Spider hier fahren. Zack. Hier kann man auch übrigens mit einem Transportmittel hin. So. Ab hier runter.
falls man hier nicht hängen bleibt. Ab hier links biegen und da lang. Und ab hier. Jetzt sind wir Freunde. Und ich nehme Freundschaft ernst. Sehr ernst. Oh, sieh mich nicht so an. Ich würde nie etwas von dir verlangen, das nicht auch in deinem eigenen Interesse wäre. Vergiss das nicht. Kommen wir zum Geschäftlichen. Ich verrate dir die Verstecke der Barone, die ich wirklich sehr gut kenne. Denn bis vor kurzem gehörte alles noch mir. Na gut, Spider, dann mach das mal. Dann verrat uns doch mal die Verstecke. Kehr zu Petra in die Wirrbucht zurück. Petra ist doch gleich nebenan. Da ist sie doch. Spider gab uns die Chance, sie alle zu vernichten. In einem Rutsch. Und wenn Aldrin auch dabei ist, umso besser. Der Verräterprinz wird uns nicht überleben. Na, hoffentlich nicht. Neuer Meilenstein. Geh Spiders Tipps nach. Gute Jagd. Neue Mission haben wir hier. Da ist die Mission. Aber die werden wir erst im nächsten Part starten. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.